Lennart Rosenthal und sein Vater erholen sich gerade von anstrengenden Renovierungsarbeiten im neuen Haus. Der Student ist über den Neuerwerb seiner Eltern allerdings nicht begeistert. Die beiden Endvierziger sind schon länger gesundheitlich angeschlagen und das soll noch zu dramatischen Vorfällen führen. Ich wollte dich doch einfach nur mal darauf ansprechen. Ich habe dir schon mal gesagt, selber, wir schaffen das schon irgendwie. Ja, aber ein Arzt wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. Ein Arzt, ja, ist richtig. Ich fühle mich auch nicht so richtig gut, aber ist egal. Nächste Woche steht ein Arzttermin, der steht schon fest. Dann lasse ich mich durchchecken, Mama lässt sich auch durchchecken. Und dann wird das alles wieder gut werden. Nachdem ich von zu Hause ausgezogen bin, sind meine Eltern auf die Idee gekommen, sich noch mal ein neues Haus zu kaufen. Ich persönlich weiß nicht, ob das jetzt eine gute Idee war und ob sie sich nicht vielleicht einfach ein bisschen zu viel zugemutet haben. Aber ich kenne meine Eltern und ja, ich dachte mir, ich helfe ein bisschen beim Sanieren. Aber dass der Tag dann einfach so enden musste, ja, damit konnte, glaube ich, keiner rechnen. Das kriegen wir schon irgendwie gewuppt. Wenn du meinst, nur sieh zu, dass du es hinbekommst. Ehrlich, ich mache mir Sorgen. Sowohl um dich als auch um Mama. Das ist ja auch lieb und nett von dir gemeint. Aber seid ihr denn ganz... Was war das? Ich weiß nicht. Mama? Scheiße. Mom? Am Dachboden ist sie, oder? Papa? Ja. Mama? Hey, wo bist du? Mom? Hey. Bleib ruhig, was passiert? Ich bin von der Leiter gefallen. Jetzt auf Streife, die Spezialisten. Der besorgte Sohn ahnt nicht, dass die Schmerzen seiner Mutter nicht nur vom Sturz stammen. Die Spezialisten unter der Einsatzleitung von Dr. Silke Konrad werden bald feststellen, dass die 47-Jährige extrem unglücklich gefallen ist und sich eine gefährliche Verletzung zugezogen hat. Hallo. 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 Ich bin die Notärztin. Hallo. So, was ist passiert hier? Also mein Sohn und ich waren in der Küche unten, wir haben uns gerade unterhalten, hörten einen Riesenknall. Okay. Und wir sind natürlich sofort hochgestürmt und da lag meine Frau mit dem Rücklinks auf der Werkzeugkiste. Okay. Und wir haben Stöhnen, das ist, und schwitzt, wie Sie sehen, schwitzt sie sehr stark. Was tut Ihnen weh im Moment? Mein Rücken. Ihr Rücken tut weh. Ich bin von der Leiter gefallen, ich war so schwindelig. Frau Rosenthal zeigte sich natürlich mit sehr starken Schmerzen. Sie war kurzatmig, sie war kaltschweißig. Sie zeigte eine Schocksymptomatik. Wir konnten erst mal nicht erklären, woran es lag, bis wir uns hier den Rücken angeguckt haben. Wir sind bei Ihnen. Mach mir mal bitte eine Sättigung dran. Sofort. Hast du sie? Ja, Nägel im Rücken. Was? Ist gut. Pass auf. Auf keinen Fall ablehnen. Keinen Fall. Pass auf, gib mir mal eine Schere, bitte. Als wir uns dann den Rücken angeschaut haben, haben wir drei lange, noch 2 Zentimeter aus der Haut ragende Nägel vorgefunden, die halt im Körper steckten. Das ist natürlich ein absolutes Alarmzeichen für uns, dass wir hier relativ schnell handeln mussten. Also, okay, zum weiteren Prozedere. Wir polstern das jetzt hinten erstmal ab. Ich möchte, dass das erstmal abgepolstert jetzt? Wird. Ja, also. Wenn der Zugang liegt. Schere. Wir geben jetzt erstmal, wie sind die Schmerzen im Moment? Schere. An der Skala von 1 bis 10. 10, okay. Wir probieren das jetzt erstmal mit Novalgin. Wir brauchen noch einen Blutdruck. Kommt sofort. Und dann werden wir hinten abholstern. Jetzt? Ich halte sie jetzt erstmal. Können Sie mir sagen, was das für Nägel sind? Keine Ahnung, wir haben mehrere Sorten von Nägeln, haben wir da. Ich habe keine Ahnung. Können Sie mal an den Kasten gehen und zeigen, was Sie da haben, wie tief, wie lang die sind? Schauen Sie mal, das ist für uns schon wichtig. Ich hoffe nur, dass es nicht so, dass es nur oberflächlich ist. Okay, jetzt müssen wir nur sehen. Jetzt kriegen wir hier noch ein Problem. Also, ich möchte auf keinen Fall, dass Sie zurückgehen, bevor hier irgendwas abgepolstert ist. Das sind die? Ja. Zeigen Sie mir mal bitte, wie lang die sind. So. Lose Nägel drin. Silke? Das sind mindestens 5 cm. Also, die ragen so ein Stück raus. Dann haben wir die Hälfte drin. Wie viel? So ein Stück ragen die raus. So, Hälfte. Dr. Silke Konrad und ihr Team versuchen trotz der angespannten Situation Ruhe auszustrahlen. Dabei bemerken sie, dass es auch dem Mann der 47-Jährigen schlecht geht. Es soll sich noch zeigen, dass daran nicht nur die Sorge um seine Frau schuld ist. Wir sind aber richtig blass, ne? Ja, ich weiß. Schweißgebadet. Aber das ist... Das gefällt. Also habt ihr mal einen Druck, bitte? Ich weiß nicht, ob wir da noch einen Rettungswagen noch rufen für Sie, ne? Wir haben nächste Woche einen Termin beim Arzt, der steht fest. Ja. Und wie gesagt, da lässt man uns checken. Bitte kümmere sich um meine Frau. Ich glaube, das ist viel wichtiger. Ja, ist das. Noch einen ich denke mal. Also
nachbestellen. Von welcher Klinik kommen Sie denn? Klinik am Südring werden wir jetzt hoffentlich anfangen. Ja. In letzter Zeit waren meine Eltern im Allgemeinen ziemlich komisch. Einige Krankheiten in letzter Zeit, mal ein Husten hier, mal Fieber da, Schüttelfrost. Ich weiß nicht, ob sie sich nicht einfach mit den ganzen Sanierungsarbeiten selbst übernommen haben. Wie gesagt, wir haben einen Termin nächste Woche. Ja. Und ich komme mit der Klinik nachgefahren. Meine Schwester ist auf dem Weg hierhin, glaube ich. Du hast doch Sonja angerufen. Ich möchte kein RTW. Nein, ich möchte kein RTW. Ich schaffe das allein. Meine Tante ist jetzt gleich auf dem Weg hierhin. Die ist auf dem Weg. Sind Sie sicher? Ich komme mit meiner Schwester nachgefahren. Nimmst du ihn mal? Okay, wir gucken gleich noch mal. Erstmal ist es ja, also wir holen sie jetzt erstmal da runter. Okay. Ich werde meiner Tante jetzt gleich Bescheid geben. Und genau, da muss ich dann mit. Ja, alles klar, okay. Wenn Sie nicht wollen. Das ist auch erstmal wichtig, dass wir sie jetzt hier runterkriegen. Okay. Uns ist natürlich aufgefallen, dass es dem Ehemann auch nicht gut ging. Er war auch kaltschweißig, er war blass. Er klagte auch über Schwindelgefühle. Wir haben ihm natürlich angeboten, ihn zu untersuchen. Das lehnte er kategorisch ab, sodass wir uns entschieden haben, hier kein weiteres Rettungsmittel zu bestellen. Zwingen kann Einsatzleiterin Dr. Silke Konrad den 48-Jährigen nicht. Doch der soll seine Entscheidung noch bitter bereuen. Dass die Spezialisten später sogar um das Leben des frisch gebackenen Hausbesitzers kämpfen müssen, ist für die Rettungskräfte noch nicht erkennbar. Mom? Ich komme dann jetzt mit. Du bleibst dann hier. So, wir wollen auf jeden Fall noch schnell frisch. Genau. Warte bis. Gibst du bitte Sonja Bescheid? Ja, mach ich. Das ist so. Eine Voranmeldung. Sie bleiben jetzt hier oder kommt jetzt einer mit? Ich komme mit. Ich sag nur eben kurz der Tante Bescheid. Haben Sie vielleicht noch die Krankenversichertenkarte? Das wäre super, wenn Sie die noch raussuchen können. Ich gucke danach. Sonja, ich begebe mich jetzt mit Mama zusammen ins Krankenhaus. Die ist in irgendeiner Weise von der Leiter oder so gefallen und hat sich schwer am Rücken verletzt. Du bist ja eh hier auf dem Weg. Papa bleibt dann auch jetzt hier zu Hause, macht sich noch eben schnell frisch und dann nimmst du ihn mit, okay? Kommt ihr dann mit in die Klinik am Südring, ist das? Genau, wir kommen nach. Ich melde mich, falls irgendwas Neues ist, ja? Ich fahre jetzt auch mit, ja? Papa? Wie gesagt. Ich hatte ein mulmiges Gefühl dabei, Papa hier zurückzulassen, zumal er im Allgemeinen schon nicht gut aussah die letzten Wochen. Lennarts mulmiges Gefühl trügt ihn nicht. Zunächst versuchen die Spezialisten aber alles, um seiner Mutter zu helfen. Die Nägel in Irenes Rücken könnten ihre Lunge verletzt haben. Und das würde bedeuten, dass die 47-Jährige in Lebensgefahr schwebt. Was bringt ihr denn da? Das ist die 47-jährige Patientin, Frau Irene Rosenthal, bei Renovierungsarbeiten auf dem Dachboden gestürzt in den Handwerkskasten, hat sich 5 cm lange tiefe Nägel rechts in den Rücken reingerammt. Genau, drei Stück sind da drin, ca. 5 cm lang, tief 2 cm in situ. Sie hat angegeben, ihr war schwindelig. Das ist eigentlich die Ursache für diesen Sturz gewesen. Sie ist rückwärts gefallen. Frau Rosenthal, hören Sie mich? Ja, sie hört. Sie hat ein Schwindelereignis gehabt. Sie wollte auf eine Leiter steigen. Schwindelereignis nach hinten. Hinter dir. Das ist der Sohn. Ich bin der Sohn. Mein Name ist Lennart. Lennart, haben Sie also wir das mitbekommen direkt? Indirekt. Wir haben nur den Schrei gehört. Moment, wir brauchen noch hier nochmal ein Power. Also, sie kann sich daran erinnern, dass sie schwindelig geworden ist. Ja. Und Achtung! Alles gut? Ja. Wollt ihr umstecken? Okay. Die Länge ist auf jeden Fall im Rücken. Die Hälfte steckt drin. Beachtlich. Drei Stück. Keine Vorerkrankungen, keine Medikamente, keine Allergien bekannt, außer dass jetzt wohl auch bei dem Ehepartner seit Wochen höchstwahrscheinlich aufgrund des Stress bei den Renovierungsarbeiten eine erhöhte Infektanfälligkeit besteht. Aber guck mal hier, du sagst keine Allergien, hier ist aber sowas, sieht fast so aus. Sie hatte mir vor ein paar Wochen davon schon am Telefon gesagt, dass sie hin und wieder mal so einen kleinen Hautausschlag oder irgendwas bekommen hat. Das ist ein eher unspezifisches Ekzem, aber es ist was da, ne? Frau Rosenthals Hauptproblem war offensichtlich drei große Nägel an ihrer rechten Schulter, mitten im Thorax, lange Nägel, gefährlich. Auf der linken Seite fand sich eine Rötung. Ich habe der keine große Bedeutung beigemessen. So ein Ekzem kann alles Mögliche sein. Was für eine Gefahr das bedeutete, wurde uns erst sehr viel später klar. Andrea, ich möchte, dass das Blut möglichst schnell ins Labor kommt, weil Frau Rosenthal, Lennart, Sie müssen operiert werden, ne? Das ist Ihnen wirklich bewusst. Ja? Fühlen Sie sich immer noch Mama? Ich kann gar keine
Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig atmen. Was hat sie? Schön langsam, Frau Rosenthal. Atmen. Langsam atmen, ganz langsam atmen. Tu mal ein bisschen Sauerstoff. Ja, ja. Leute, sie hat einen Pneu. Ja. Was ist das? Das ist, die eine Lungenhälfte ist zusammengeschnurrt durch die Lunge. Was kann man denn jetzt tun? Ganz ruhig atmen. Frau Rosenthal, Sie kriegen noch Luft. Bleiben Sie ganz ruhig, Sie kriegen Luft. Die eine Hälfte ist völlig in Ordnung. Ganz ruhig. Es ist ein bisschen knapp, Sie können sich, sollten sich jetzt bitte nicht bewegen, nicht anstrengen. Die eine Hälfte reicht. Ich habe zwei Möglichkeiten. Ich kann Ihnen jetzt hier eine Drainage legen oder ein Ventil, aber Sie müssen eh in den OP. Halten Sie bitte noch einige Minuten durch, dann machen wir das in Narkose im OP. Die Nägel raus und die Drainage rein. Frau Rosenthal wirkte eigentlich nicht akut gefährdet, bis sie ganz plötzlich nach dem Umlagern anfing, Atemnot zu kriegen. Sie stöhnte, sie wurde sehr nervös, sie war hektisch. Und da war dann ziemlich klar, dass wohl nur wenige Millimeter gereicht haben, die der Nagel weiter eingetreten ist, um die Lungenhüllen zu verletzen und einen Pneumothorax zu verursachen. Ob die Operation der 47-Jährigen erfolgreich verlaufen wird, ist noch fraglich. Ebenso ungewiss ist, was hinter Irenes allergischer Erkrankung steckt. Für Sohn Lennart kommt es indessen noch schlimmer. Denn zu Hause bahnt sich eine weitere Katastrophe an. Nehmen Sie doch hier so lange Platz. Ja. Ja, wir sagen Ihnen Mama, Bescheid. Mama, ich warte hier. Ja. Genau. Können Sie einfach Platz nehmen, bitte. Ja. Ja, Sonja. Hi, Lennart. Ich habe gerade deine Nachricht abgehört. Was ist passiert? Ich bin jetzt schon gerade auf dem Weg. Alles okay? Ich sitze jetzt gerade hier im Krankenhaus und bin vom OP-Bereich. Die Mama, die wurde jetzt gerade eingeliefert und hat dann irgendwie, warum auch immer, kollabiert oder was auch immer, keine Luft mehr bekommen. Ja, deswegen mussten die Ärzte hier schnell handeln, haben sie jetzt in den OP geschoben. Und ja. Jetzt sitze ich davor. Ich weiß jetzt überhaupt nicht, was ehrlich gesagt gerade abgeht. Ich mache mir einfach nur Sorgen jetzt gerade. Ja, wird alles gut. Ne, wir kommen jetzt nach. Ja, und du musst ihn auf jeden Fall mitbringen. Speziell nach dem, was wir in den letzten paar Wochen allgemein schon bemerkt haben, dass es ihm eh nicht so gut geht. Ich weiß, er wollte nicht unbedingt ins Krankenhaus, aber vielleicht ist es einfach das Beste, wenn er jetzt einfach mal mitkommt. Er meinte, er wollte sich irgendwie frisch machen und dann kommt ihr dazu. Ja, das war der Plan. Ich bringe ihn auf jeden Fall mit. Falls ich Neues von Mama weiß, sage ich Bescheid. Aber ich bin jetzt gerade auch ahnungslos. Okay, alles klar. Wir kriegen das hin. Wir machen irgendwie nicht auf. Ich gehe jetzt mal rein und wir sehen uns gleich, ja? Ciao. Tschüss. Mein Bruder und seine Frau sind seit ein paar Wochen hier in Sanierungsarbeiten. Sie haben sich das Haus hier gekauft. Und ich war eh auf dem Weg hierhin, um meinem Bruder zu helfen. Und dann kam auch von Lennart noch die Nachricht, dass meine Schwägerin im Krankenhaus liegt. Und als ob das nicht schon genug gewesen wäre. Jochen? Jochen? Jochen! Scheiße! Jochen! Mach auf! Was ist los? Sonja sieht, dass ihr Bruder in der Badewanne zu ertrinken droht. Doch gegen die verschlossene Tür ist Jochens jüngere Schwester machtlos. Verzweifelt setzt sie einen Notruf ab, der bei den Spezialisten in der Klinik zunächst für Verwunderung sorgt. Gutzweiler Weg. Ja, haben wir doch eben. Rosenthal, das sind Sie doch, oder nicht? Nochmal? Ich ruf mal die Leitstelle an. Ruf mal Leitstelle an. Nochmal? Nochmal ein Telefon gerade. Ja. Willst du mal Leitstelle an? Ja, mach ich. Ja, mein Vater wollte mit. Mein Vater wollte mit meiner Tante nachkommen. Sie hat mich. Ja, hallo, RTW 1-3. Grüß dich. Hör mal, eine Frage. Wir haben jetzt hier auf dem Melder noch mal die Einsatzstelle. Da waren wir doch gerade gewesen. Notarzt bekommt jetzt diese. Ach so, noch mal ein Einsatz? Okay, es gibt noch eine andere Person. Ach, um den Herrn? Männlich. Herr Rosenthal. Da waren wir doch eben gewesen. Alles klar. Meine Tante hatte mich vorhin. Ja, dann wissen wir Bescheid. Okay, wir kommen mit der 3. Wir sind unterwegs. Also, wir werden was, was,
Meine Tochter. Sie bleiben jetzt bei ihrer Mutter. Okay, wir gucken jetzt. Wie soll ich denn jetzt da ruhig bleiben? Nein, Sie bleiben jetzt erstmal ruhig. Sie bleiben, wir müssen fahren. Müssen mal sehen, was da ist. Okay? Vielleicht kontaktieren Sie einfach mal Ihre Tante. Wenn die vielleicht ist, die vor Ort. Ich gehe hinten raus, genau. Wir stehen hinten. Alles klar. Wir fahren schon mal los, ja? Ja. Okay. Wir haben auf dem Melder dieselbe Adresse wiederbekommen mit demselben Namen. Herr Rosenthal. Ja, ging es noch schlechter als vorher. Und es hat sich einfach bestätigt, dass er jetzt einen Rettungswagen bzw. einen Notarzt braucht. Unterdessen befragt Arzt Georg Becker Lennart. Er muss unbedingt herausfinden, woran seine Mutter seit Wochen leidet. Denn Irenes Zustand ist weiterhin höchst kritisch. Die Schilderungen des 24-Jährigen lassen den Mediziner hellhörig werden. Was mich aber interessiert, ist, ob Ihnen da noch irgendwas aufgefallen ist. Ich kann mir den Gesamtzustand Ihrer Mutter, der so leicht abgekämpft wirkt, nicht nur durch die Arbeit erklären. Wir hatten gehört, dass Frau Rosenthal schon seit Wochen kränkelte, Infekte hatte, Erkältung, dass sie aggressiv reagiert hat. Ja, mir fiel dann auf einmal auch wieder dieser leichte rote Fleck, das Ekzem an der linken Schulter ein. Und alles zusammen war nicht leicht interpretierbar. Also mir kommt das Ganze ausgesprochen komisch vor. Also ich persönlich habe mich auch öfters etwas unwohl gefühlt, wenn ich quasi da in dem Haus war, hatte selber so Hustenanfälle und sowas alles. Sie sind doch ausgezogen und trotzdem fühlen sich unwohl in dem, also auf der Baustelle? Ab und an, wenn die Zeit dafür bleibt, helfe ich halt zu Hause auch öfter mal mit. Und das merken Sie als gesunder junger Mann dann mit irgendwelchen Beschwerden auch? Ja, ich habe das Gefühl, dass irgendwie auch die Bronchien so ein bisschen blockieren, ich so ein bisschen anfange zu husten, was auch immer, ähnlich wie es bei meinen Eltern auch der Fall ist. Ja gut, bei dem Haus, das ist ja nun schon ein paar Jahrzehnte alt, da können noch alle möglichen Umweltgifte vorhanden sein und auch natürlich Schädlinge wie Pilzbefall, dann gibt es Asbest, es gibt, weiß der Teufel was, für Chemikalien, die bei einer Eigensanierung da freigesetzt werden können. Auf die Spur gekommen, dass es sich vielleicht um eine Art, im weitesten Sinne Umweltvergiftung handeln könnte, hat mich Lennart gebracht. Er sagte, dass er, immer wenn er seine Eltern auf der Baustelle besucht und mal mithilft, sich auch gar nicht wohlfühlt. Da fiel dann endlich bei mir der Groschen. Mit ein bisschen Glück kann man den Sog auf der Drainage bald... Meine Tante ist gerade irgendwie... Ja, Sonja? Hallo, Lennart? Was ist los bei euch? Verzeihung. Der Papa, der liegt in der Badewanne und die Tür ist verschlossen. Ich habe jetzt einen Krankenwagen gerufen. Ja, was ist denn bei euch? Ist Papa jetzt ansprechbar gewesen? Sind die jetzt schon bei euch oder nicht? Nee, ich kann die durch das Schlüsselloch gucken und ich sehe, wie der Kopf immer mehr ins Wasser liegt. Das Wasser steigt und steigt und steigt. Meine größte Sorge war, dass er ertrinkt. Ich habe durch das Schlüsselloch gesehen, dass das Wasser unter die Nase gekommen ist und er fast das Wasser eingeatmet hat. Sollte seine Nase unter Wasser geraten, würde Jochen ertrinken. Doch die Rettungskräfte müssen sich erst einmal Zugang zum Bad verschaffen, um Sonjas Bruder aus der Wanne zu ziehen. Wie konnte es erneut zu einem solch tragischen Unfall in diesem Haus kommen? Machen Sie schnell, ist einfach Holztür. Ja, ich habe sie nicht aufgekriegt. Du wolltest aufdrücken? Ja, ich drück die auf. Eins, zwei, drei. Hallo? 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 Ach, guck mal, da ist er wieder. Hier oben! Gott sei Dank war schon die Feuerwehr mitinformiert, die vor uns an der Einsatzstelle war. Es war P-Tür gemeldet, also eine verschlossene Tür. So hatte das die Melderin gemeldet. Die Feuerwehr Kollegen hatten den Mann schon aus der Badewanne herausgeholt und in den Flur gelegt. Gott sei Dank war er bei Bewusstsein und ansprechbar. War der unter Wasser? Nee, Kopf war nicht unter Wasser. Dem ging es eben schon nicht so gut. Mal tief ein- und ausatmen, bitte. Gib mal. Und dann zum Monitor. Ich will mal gucken, wie mir. Tief ein- und ausatmen. Platzwunde? Achso, okay, jetzt habe ich gestürzt. Ja? Hör nix, alles gut. Stiffneck. Also, gestürzt im Bad. Und wo habt ihr ihn gefunden? Nee, er lag in der Badewanne. Wo hat er die Platzwunde her? Ja, das weiß ich nicht. Wir waren doch eben schon bei Ihnen. Hallo, können Sie, was ist mit können Ihnen Sie mich jetzt? Hören? Pass auf, können wir uns was ist passiert? Kommst du dran? Was ist passiert? Mir war schwindelig, ich wollte baden. Okay.
Und dann? Weiß nicht. Da wissen sie es nicht mehr. Und hier ist auch kein Blut oder irgendwas, hier an der Wanne oder irgendwas. Ricardo, ist die Sättigung erstmal dran, bitte? Ich mach dir jetzt erstmal was. Ja, kommst du rum? Ja. Super, danke. Hast du ein Sättigungsklett? Also irgendwas ist hier... Weiß hier nicht, was hier los ist. Komm, lass uns erstmal Monitoring dran machen. Ja. Sie sind doch eben schon ein bisschen... Denen ging es eben schon nicht so besonders, ne? Ja. Warum? Was ist jetzt passiert? Nicht zu sehen, irgendwo an der Wanne. Sie wissen es nicht. Das ist alles ein bisschen komisch. Okay. Es kommt häufig mal zu Stürzen in der Badewanne, das ist aber unklar. Also man kann nicht sagen, das sind alte Menschen, die sich da vielleicht nicht mehr halten können, aber auch jüngere Menschen aufgrund von irgendwelchen Kreislaufinstabilitäten können in der Badewanne umfallen. Also im Prinzip kann man nicht sagen, es betrifft jetzt hier nur die alten Leute. Haben Sie irgendwelche Medikamente? Ja, also hat der Sohn und die Tochter. Gar nichts. Den geht's ja schon, uns erzählt, dass es ihnen schon länger jetzt irgendwie schlecht geht, dass es irgendwelche Infektionen ständig geht. Wissen Sie da irgendwas von? Also was genau ist, weiß ich nicht. Das, was ich weiß, ist, dass die beiden halt jetzt hier durch den ganzen Stress mit dem Umbau halt immer mehr abgebaut haben. Okay. Aber jetzt konkretes nicht, aber irgendwie muss ja... Die waren noch nie irgendwie in einer Behandlung oder sowas, dass Medikamente verschrieben worden sind oder dass die beim Arzt sich mal durchgecheckt haben. Eigentlich immer ein fittes Paar, aber irgendwie... Okay. Seit wann ist das denn jetzt? Seitdem wir hier bauen, ja, wir haben ja natürlich sehr viel Stress immer mit den Arbeiten hier und gibt's vielleicht Muten, die sich zu viel zu... Okay. Vielleicht ist zu viel einfach alles. Wir haben natürlich hier nochmal die Melderin, das war ja die Schwester, gefragt nochmal zu den Vorerkrankungen, was schon beim ersten Einsatz geschildert war, dass hier schon seit längerer Zeit eine Infektanfälligkeit besteht, Schwindel, Übelkeit, seitdem hier das Haus renoviert ist. Sie konnte uns aber im Prinzip keine weiteren Angaben machen. Es bestanden keine Vorerkrankungen, beide nahmen keine Medikamente ein, sodass das für uns erstmal unklar war. Also irgendwas stinkt hier in der Bude auf jeden Mein Neffe meint das auch, dass hier irgendwas komisch riecht. Ich weiß nicht, ob ja, da... Ihr seid ja am Renovieren hier, so wie das aussieht, ne? Ja. Farben, Lacke. Habt ihr denn irgendwas mit Lacken gemacht? Pass mal auf, wir waren vorhin auf dem Dachboden. Ja. Da hat auch schon... Das hat so eine Farbe, ich weiß nicht, was Farbe. Da stand auch... Die sind da oben... Das ist ein kompletter Rohbau da oben. Ja. Und ich weiß nicht, ob da nicht irgendwas schon gestungen hat. Also es ist schon auffällig gewesen. Ja. Dann müssen wir die Infusion fertig machen. Da oben. Ja, aber da kommen wir ja jetzt nicht hin. Nee, aber wenn wir gleich mal weg sind. Wenn ihr gleich raus seid, gucken wir uns dann oben an. Ja. Da vielleicht, aber das stinkt ganz komisch. Ja, das stimmt. Vielleicht mal hoch und guck da einfach mal. Ja, jetzt ach, das ist hier oben. Pass auf, folgendermaßen. Das war jetzt erst im Kopf aufgeschlagen, ne? Ich würde sagen, dass wir gleich mit dem Tragetuch das machen, oder? Der Blutdruck war relativ niedrig, sodass wir uns hier erstmal entschieden haben, die Kopfplatzwunde zu versorgen, die für uns eigentlich im Prinzip unklar war, woher sie kam. Das bedeutet auch, dass wir einen Stiffneck angelegt haben, um die Halswirbelsäule zu schonen. Wir haben hier eine Infusionstherapie zur Kreislaufstabilisierung eingeleitet und den Patienten dann in einem Tragetuch in den RTW verbracht. Einsatzleiterin Silke Konrad befürchtet, dass Jochen genau wie seine Frau gestürzt ist und sich so die Kopfverletzung zugezogen haben könnte. Noch immer steht auch die Frage im Raum, was die verheerenden Schwindel- und Kreislaufprobleme des Ehepaars ausgelöst hat. Ein, zwei. Okay? Okay. Alles gut? Soweit. Hey. Alles gut bei Ihnen? Jawohl. Ja. Was machst du denn für Sachen? So. Wollen Sie mitfahren oder wollen Sie im eigenen Ich fahre mit KW fahren. Das nächste Mal kommen Sie direkt mit, ne? Oder? Ja, genau. Das ist eigentlich ein ganz haben wir vorhin ja schon vorgeschlagen. Ich gehe noch mal rein. Ja, guck einfach mal. Sah der eben auch schon so schlimm aus? Ja, ihm ging es schon nicht so gut, aber er wollte eigentlich gar nichts. Ich gehe mal rein und schau mal nach, was da, ob ich da irgendwas finde, kann farbtechnisch. Okay, Jungs, wir waren auf dem Dachboden. Wir sind hier auf eine starke Geruchsbelästigung gestoßen, als wir an der Einsatzstelle eingetroffen sind. Konnten uns diesen Geruch aber nicht erklären, weil er einfach mit nichts von den nichts Bekanntem in Verbindung zu bringen war. Von daher haben wir uns hier noch mal genauer umgeschaut, um eben zu ergründen, woher dieser etwas merkwürdige Geruch denn kommt. Also riecht es schon seltsam. Mal gucken, wie die... Ach da, da steht der Haken ja. Und da steht auch so ein Zeug. Hast du was gefunden? Ja, ja, jetzt steht so ein Farbeimer Holzlasur von Anno 38. Oh Gott, ganz altes Zeug. Ja. Ja. Steht denn drauf? Da stehen Inhaltsstoffe, guck mal. PCB. Ja, wunderbar. Ja, super. Ja, komm, dann. Nee, warte. Nehmen wir besser mit.
direkt gar nicht erst anfassen. Wissen Sie, wegen was das ist? Ja, ja, genau. Ja, okay. Gut. Dann haben wir zumindest eine Erklärung, ja, warum die sich seit Tagen schlecht fühlen. Wenn die hier schon seit Wochen mit dem Zeug am Rumhantieren sind, da brauchst du nicht zu überlegen, warum es denen schlecht geht. Ja. Also in dem hier verwendeten Holzschutzmittel ist PCB enthalten und diese PCB, diese polychlorierten Biphenyle, führen zu Hautirritationen, führen, wenn man das länger einatmet, zu Leberschäden, machen neurologische Ausfälle, sind krebserregend. Deswegen ist diese PCB-haltigen Mittel auch schon seit 1989 verboten. Okay, pass auf, dann sage ich auf jeden Fall dem Neff-Fahrer Bescheid. Ja? Wir haben da oben diese Dose mit Schutzanstrich gefunden. Dieser Schutzanstrich enthält PCB, damit ihr Bescheid wisst. Also auch ein bisschen den Eigenschutz beachten. Ich weiß nicht, inwieweit er damit rumhantiert hat. Also das erklärt zumindest die Vergiftungserscheinungen, dass ihr das im Krankenhaus Bescheid geben könnt. Ah, okay. Ihr entsorgt das jetzt da. Wir entsorgen. Ihr kümmert euch, ja? Pass auf, ich sag dem Netzfahrer Bescheid, der soll sofort im Krankenhaus anrufen. Auch wenn ihr da sagt, dass er eben hört, schon eine Betroffene. Also die sollen den Eigenschutz beachten. Das Zeug ist, ist ja auch über die Haut. Haben die jetzt alles angestrichen da oben? Die haben da oben irgendwas damit angestrichen. Also ich habe die Dose jetzt da gefunden, dass nur das erklärt hat. Okay. Das ist auch der Gestank. Ja, ja, wahrscheinlich. Ja. Okay, alles klar. Ist da Bescheid. Jetzt schließt sich auch der Kreis. Alles okay, klar. Super. Speziell in diesem Fall muss man natürlich sagen, dass aufgrund der großen Menge, die hier verbraucht worden ist, wir reden hier immerhin über einen Eimer von 2,5 bis 3 Liter Inhaltsvermögen. Und diese Lasur ist hier auch vollständig verbraucht worden. Das heißt, die Leute oder die Besitzer des Hauses müssen jetzt leider eine Fachfirma beauftragen, die diese kontaminierten Materialien vollständig und sachgerecht entsorgen und der weiteren Entsorgung dann auch zuführen. Wenige Tage später geht es Irene und Jochen bereits besser. Dass die Chemikalie im Haus zur Erkrankung der beiden geführt hat, ist mittlerweile sicher. Doch Dr. Becker glaubt, dass für die heftigen Kreislaufbeschwerden noch etwas anderes verantwortlich sein muss. Der Grund wird das Ehepaar noch überraschen. Schön, Sie wieder auf dem Rücken liegen zu sehen. Ja. Sind die Schmerzen erträglich? Ja. Und wenn nicht, klingeln Sie bitte, dass Sie noch ein paar Tropfen Betamizol bekommen. Ne? Sie haben das gut gemacht, denke ich. Dankeschön. Also die Drainage muss natürlich noch ein bisschen laufen. Der Druck wird reduziert und dann verklebt das vermutlich von alleine. Dann kommt noch mal eine kleine Naht, die tut aber wirklich kaum weh. Mhm. Und dann ist die Sache überstanden. Okay. Frau Rosenthals OP bestand in dem Legen der Drainage. Die Lunge kann sich wieder entfalten und die Verletzung durch den Nagel verklebt hoffentlich schnell. Damit ist die Gefahr gebannt. Die Nägel sind draußen. Je kürzer die drin sind, umso geringer die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einer Infektion und weiteren Verletzungen kommt. Also Frau Rosenthal hat eigentlich gute Karten, dass nichts Schlimmes von diesem Unfall übrig bleibt. Was sich aber bestätigt hat, und das ist jetzt wirklich eindeutig, also das einerseits war das Ganze eine Vergiftung, diese Schlappheit, das Ekzem, und zwar mit PCBs, die in allen möglichen älteren Baumaterialien drin sein können. Und Sie haben ja vermutlich auch ohne Atemschutzmasken und Ähnliches gewerkelt. Ja, wir wissen es ja nicht klar, wir hatten ja keine Ahnung. Ne? Wir sind keine Ahnung, Leute. Also, dass es solche Auswirkungen hat, was mir aber noch ein bisschen Kopfzerbrechen macht, waren so andere Symptome, die im Laufe der Zeit hier aufgekommen sind, wie das Zittern, diese Kreislaufschwankungen. Bei einer Vergiftung ist das eher so ein Plateau, ne? Nicht so auf und ab. Hat sich denn an Ihren Lebensumständen noch irgendwas geändert? Naja, ich meine, wir haben plötzlich. Haben Sie unregelmäßig gegessen? Gearbeitet erstmal wie die Irren. Stimmt. Ja, gut, gegessen habe ich jetzt. Also, wir haben keinen Diabetes-Verdacht, ne? Das inhaliert quasi schon den Kaffee. Wie bitte? Ja, Kaffee muss Kaffee und Zuckergetränke im Allgemeinen waren an der Tagesordnung. Was für Zuckergetränke? Hohe Mengen. Ja, ich habe viel Cola getrunken, aber dadurch, dass ich ja nicht viel gegessen habe, habe ich gedacht, kann ich ja auch ein bisschen Cola trinken. Zwischendurch mal so ein Energy-Drink, das ist einfach um wach zu machen. Kaffee, Energy-Drinks, Cola. Ja. Richtig Kaffee verstanden? Zum Beispiel. Ja. Wie viel davon so am Tag? Ich habe es nicht gezählt. Ein Minimum? Also Kaffee habe ich bestimmt so alles zusammen. 8 Tassen und dann immer noch eben die kalten Getränke. Oh Mann, Entschuldigung. Wenig gegessen, dabei. Also, plus dann noch Cola. Es gibt keine Koffeinvergiftung, okay. Aber
dass man dadurch Kreislaufprobleme bekommt, dass die Herzfrequenz rauf und runter geht, dass man schwitzt, dass man wach ist, dass man müde ist, dass man zittert, das passt schon dazu. Ich war doch sehr überrascht, als die Patienten und auch der Sohn hinterher angaben, welche Mengen von stimulierenden Getränken, Cola, Kaffee, Energydrinks, die beiden zu sich nahmen, um wohl gegen die Symptome der PCB-Vergiftung anzuarbeiten. Das kann einfach nicht gut gehen. Koffein wirkt nur eine kurze Zeit und der Körper stumpft auch ab gegen die stimmungsaufhellende, antriebssteigernde, energieliefernde Wirkung. Stattdessen hat man die Nebenwirkungen bis hin zu Zittern, Herzrasen, Schweißausbrüchen und das Ganze kann man überhaupt nicht mehr richtig interpretieren. Jochen und Irene konnten die Klinik nach einigen Tagen wieder verlassen. Ihr gesundheitlicher Zustand hat sich nach dem vorübergehenden Auszug aus dem Renovierungshaus rasch verbessert. Koffeinhaltige Getränke will das Ehepaar nur noch in Maßen zu sich nehmen. Ihr Sohn ist froh, dass sich seine Eltern entschieden haben, ihr neues Zuhause von einer professionellen Firma grundsanieren zu lassen.